meine bezaubernden, reizenden, wunderbaren, wohlriechenden, leckeren, anbetungswürdigen Frauen. Hallo, meine Herren. Mein lieber Hans-Werner Olm. Das hat ja Spaß gemacht. Ja, aber? Mal wieder unter jungen Menschen zu sein. Ja, sag mal, du hast ja ein Riesenprogramm, machst du hier gerade. Ich sehe jetzt das erste Mal. Ich komme ja aus dem Westen, weißt du, und da hat man ja nichts da drüben. Ich weiß. Und ich komme ja aus dem Osten und deswegen haben wir früher immer bei dieser Nummer, haben wir alle im Saal gesungen, alle lieben Mirko. Ja, gut. Weil wir russisch sozialisiert waren. Ach so, der Englische, der Takt habt ihr nicht so drauf gehabt. Ja, und bei euch, ihr habt das richtig verstanden, bei euch kam das nicht vor, oder wie? Nee, wir können ja Englisch, also wir sind ja unter den Amerikanern groß geworden, nicht wahr? Ich spreche perfekt Englisch, ja. Deswegen, ich habe ja gerade auch gesungen, I believe in Merkel, das ist ja dann auch ironisch gemeint. Ja. Aber das tue ich nicht so. Du musst überall musst du lustig sein, weil ich meine, I believe in Merkel? Ja. Ist das so? Where did you come from, Angela? How did you know I needed you? Ich habe ja auch mal einen Merkel-Rap gemacht, aber das würde jetzt zu lang dauern hier. Aber ich habe mal einen Arzt-Rap gemacht, einen 17-Jähriger, der praktisch, sag mal, durchs Wartezimmer direkt in die Praxis reingeht, weil wir älteren Herren müssen ja immer Vorsorge machen, das ist ja wichtig. Und da kam ein 17-Jähriger rein, der sagte zum Arzt, der sagte folgendes.
Yo, yo, liebe Doktor, schau dir das an. An meiner linken Hand ist dein Pflaster dran. Yo, listen, what I tell you, was ich hab auf dem Herzen. Hey, ich hab an meine kleinen Finger voll klasse Schmerzen. Mein kleiner Finger, der blutet immer. Ich sitze schon seit Stunden hier im Wartezimmer. Ey, du musst mich operieren und desinfizieren. Den Finger auf Herz und Nieren inspizieren. Meine coole Posse ist die, die jeder kennt. Ich bin ein echter AOK-Kassenpatient. Ich zahle meinen Beitrag dafür, gebührt mir Dank. Yo, also, liebe Doktor, ich schreib mich endlich krank. Ich hatte das große Glück, Hans-Werner Olben mal vor etwa 10 Jahren kennenzulernen, und zwar bei einer Privatparty. Er hatte Geburtstag, ich war dabei, wir hatten eine gemeinsame Freundin von uns, hat mich mit dazu geholt. Mein 30. Und, ja, ja, klar. Das Irre war, er hat den ganzen Abend Gitarre gespielt und hat also alle Leute unterhalten, und man konnte ihm zurufen, was man auch immer wollte. Er konnte alles spielen. Und deswegen finde ich es eigentlich blödsinnig, wenn wir irgendwie hier ein Interview machen. Wir können auch einfach irgendwie Mucke machen. Das ist mal egal. Bitte? Ganz kurz nochmal ein Song. Ein Song? Das ist schwänzig. Warte mal, gut. Ja, du spielst einen Song? Geht nicht. No. Geht nicht. Steckt die drin? Steckt das drin? Meine ist es, wa? Ist das eine polnische Gitarre? Ich habe mal aus Versehen ein lesbisches Lied gemacht. Das werde ich jetzt singen. Ich sing das jetzt einfach, okay? Schwänzchen klein hing allein in der Buchs von Calvin Klein. Frohgemut, es geht ihm gut, der hat sich ausgeruht. Doch der Papa weint so sehr, Mama will kein Schwänzchen mehr. Das muss er erst verdauen, sie steht jetzt auf Frauen. Ich will das Lied noch singen, das andere hier. Ja, ja, natürlich. Das Irre ist, weil ich ihn gesehen habe auf der Geburtstagsparty, dass er gar nicht lustig war. Es ist ja so, nee, er war nicht lustig auf dieser Geburtstagsparty, sondern er war ganz ernsthaft und hat wunderschöne Lieder gesungen. Und warum ist das so, wenn du aber auf die Bühne gehst, dass du immer, obwohl du ja nun ein wahnsinnig guter Sänger bist, warum musst du immer diesen Humor reinbringen eigentlich? Ja, das ist so meine spezielle Art, weißt du. Und ich meine, diese Epik in den Liedern, das kann ich nicht so. Ich muss Dinge immer brechen. Das heißt, wenn du eine Linie fährst, dann kann das auch so, sehr schnell Schmuh werden irgendwo oder so eine Masche werden oder sowas. Und deswegen muss ich diese Songs, oder auch wenn es um Gefühle geht oder so, das kann durchaus ernsthaft sein, aber ich muss es brechen können. Ich muss da immer, das ist auch ein kleiner Schutz, vielleicht ist es das, ja, so. Und das ist auch ein bisschen Image oder sowas, sowas erwartet. Die Leute erschrecken ja, wenn ich auf einmal anfing, so deine Lieder zu singen. Das wäre eine Katastrophe auch. Naja, ich habe es versucht. Ich habe ihm angeboten, ich habe versucht, Titel rauszusuchen, wo nicht der geringste Humor drin ist. Also immer einer, ich kann dich nicht riechen. Und dummerweise hat Denise gesagt, na, gib ihm doch nochmal gut aus, können wir auch mit anbieten. Ja. Und natürlich hat er sich diesen Song ausgesucht. Hans-Werner Olm mit Gut aus! Stimmt ja auch. Mit Text so aus.
Tapete Glück, ich werde schöner Stück für Stück. Stück für Stück. Denn so wie die ich hänge in der Kneipe rum, du rennst ins Solarium. Ich werde blau und du wirst braun, darf ich dir was anvertrauen? Du hast nichts mehr zu gewinnen, wahre Schönheit kommt von innen. Au! Ich seh gut aus. Geschrieben. Deine Mimik ist verdient, jeder kriegt, was er verdient. Ich seh gut aus. Gut, gut, gut aus. Ich seh gut aus. Gut, gut, gut aus. Er sieht gut aus. Sehr, sehr gut aus. Gut aus. Ich seh gut aus. Herzlichen Dank, es war mir eine große Ehre und eine Freude, hier mitspielen zu dürfen. Dankeschön. Tschüss, viel Spaß auch.